Faulheit oder doch Angst? Wieso prokrastinieren wir wirklich? 2018 wollte ein Forscherteam herausfinden, inwiefern sich die Gehirne von Menschen, die verstärkt zur Prokrastination neigen, von den Menschen unterscheiden, die das nicht tun. Die Ergebnisse der Studie zeichneten ein klares Bild. Mit Gehirnscans entdeckten die Forscher ein höheres Volumen der Amygdala bei Menschen, die unliebsame Aufgaben gern auf später verschieben. Die Amygdala kannst du dir wie eine Alarmzentrale in unserem Gehirn vorstellen, die ständig unsere Umwelt nach potenziellen Bedrohungen abscannt. Droht uns eine Gefahr, wird die Amygdala aktiv und versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft. Rationales Denken, Analysieren und Möglichkeiten gegeneinander abwägen ist in diesem Zustand nicht mehr möglich. Unser Körper hat die Wahl: Kampf, Flucht oder sich totstellen. Doch welche Gefahr soll denn von einer Hausarbeit oder dem Fertigstellen eines Projektes ausgehen? Auch wenn es im ersten Moment nicht offensichtlich ist, liegen hier die ganz wesentlichen Ängste zugrunde. Angst vor Ablehnung, Angst vor Kritik, Angst davor zu versagen, Angst nicht gut genug zu sein. Ein Ausschluss aus einer Gruppe hieß für unsere Vorfahren in der Steinzeit den sicheren Tod. Zwar droht uns heutzutage keine ernstzunehmende Gefahr, wenn wir abgelehnt werden, doch die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, ist noch genau dieselbe wie vor 1000 Jahren. Die Amygdala sieht also in all diesen kleinen Aufgaben tatsächlich eine Gefahr für unser Leben und versucht uns davor zu beschützen, indem sie uns Ablenkungen aussetzt. Tatsächlich werden wir für dieses Verhalten auch noch belohnt. Wir fühlen uns erleichtert und kurzfristig zufrieden. Das Problem: dieses erleichterte Gefühl hält nur sehr kurz und wird sehr schnell von all den negativen Gefühlen wie Stress, Selbstverurteilung, Angst und Selbstzweifel abgelöst. Um damit fertig zu werden, prokrastinieren wir weiter. Paradox, doch für viele leider Realität. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, gibt es nur eine Möglichkeit: sich regelmäßig seinen Ängsten zu stellen. Dadurch trainieren wir sozusagen die Amygdala darauf, geringere Bedrohungen zu ignorieren. Selbstvertrauen baut sich auf und verdrängt die Prokrastination in die Bedeutungslosigkeit. Natürlich weiß ich, dass es nicht immer leicht ist, seinen Ängsten ins Gesicht zu blicken. Deshalb bekommen die Teilnehmer der Mental Strength Challenge auch einen persönlichen Coach mit an die Hand. Dieser Coach hilft dir dabei, deine Blockaden und Ängste zu entdecken und löst sie mit dir gemeinsam auf. In den letzten Jahren konnten wir mit der Mental Strength Challenge schon hunderte Menschen dabei unterstützen, endlich in die Umsetzung zu kommen. Prokrastination ist in der Mental Strength Challenge ein Fremdwort. Bewirb auch du dich für einen der limitierten Plätze.